Uns war von Anfang an wichtig, dass hier zwei Sammlungen zusammentreffen, in denen es viele Meisterwerke gibt, die vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert reichen. Und unsere Idee war, aus diesen beiden Sammlungen Paare zu bilden, zum Teil auch Dreierkonstellationen, die mal eine enge Verbindung haben. Aber, das sieht man hier auch im Hintergrund, wir bilden eben auch Paare, die über die Zeiten und Kunstlandschaften hinweggreifen, weil sie aber ein Thema haben, weil sie einen inneren Bezug haben, der sich dem erschließt, der die Bilder nicht nur einzeln betrachtet, sondern eben auch von einem zum anderen schaut. Und man wird Brücken finden und wird sehen, dass die Kunstgeschichte, und das war uns auch wichtig, ein Kontinuum ist, das nicht in einzelnen Etappen zu sehen ist, sondern dass sich gerade auch die Künstler der beginnenden Moderne, Van Gogh, Gauguin, Cézanne und die danach kamen, auf die alte Kunst wieder zurückbesonnen haben und da auch ihre Inspiration herbekommen haben. Für mich das spektakulärste Paar ist da, wo wir ein kubistisches Bild von Braque von 1912 unserem wunderbaren Dürer von 1503 gegenüberstellen. Und plötzlich sieht man diese Bilder, die so weit entfernt sind, miteinander und begreift, dass es letztlich im Aufbau der menschlichen Figur, auch in dem Zerlegen einer richtigen Anatomie und Proportion über 500 Jahre Verbindungslinie gibt.